10 Tage ist es nun her seit meinem letzten Video hier auf diesem Kanal. Ihr habt mich bestimmt alle vermisst. Kleiner Spaß, aber bestimmt die geilste Zeit eures Lebens. Und damit herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, 10 Tage ist es her. Sorry, dass am Sonntag kein Video kam. Hatte ein bisschen zu tun, ein bisschen Uni-Stress, aber ich bin ja jetzt wieder da. Was euch bestimmt alle super glücklich macht. In diesen 10 Tagen haben sich die Pakete auch echt angehäuft. Und wir schauen uns heute gemeinsam meine 5 letzten Fashion Pickups an. Wir haben hier heute Stuff von LFDY, einen limitierten Sneaker, den ihr mit Sicherheit alle kennt, und noch vieles mehr. Deswegen bleibt bis zum Ende dran und viel Spaß mit dem Video. Fangen wir mit dem Piece von LFDY an. Ihr wundert euch bestimmt, was hier in diesem kleinen Päckchen drin sein kann. Für diejenigen, die mir auf Insta folgen, die haben es schon gesehen, da habe ich das Ganze schon ein bisschen angeteased. Deswegen folgt mir unbedingt auf Insta. philipp.rt9 heiße ich da. Und da seht ihr immer mal exklusive kleine Einblicke in mein Leben außerhalb hier von YouTube. Deswegen ist auch in der Bio verlinkt, checkt es unbedingt gerne ab. Packen wir das Ganze mal aus. Wir haben hier so einen kleinen Stoffbeutel und in dem Stoffbeutel befindet sich eine Brille. Wir haben hier, wie ich finde, eine sehr, sehr geile Brille, die auch schon direkt sold out gegangen ist. Hier in diesem hellen Cream-Beige-Ton mit diesen orangenen Gläsern. Das Ganze ist so in diesem rechteckigen Design, was ich eigentlich auch ganz cool finde. Aber irgendwie erinnert mich die Brille so an diese ganzen 3D-Brillen, wenn ihr wisst, was ich meine. Trotzdem finde ich sie eigentlich relativ geil. Wir haben hier auf jedem Bügel den Schriftzug Live Fast, der aus Kupfer besteht. Und außerdem hat die Brille einen UV-Schutz von 400. Die Brille hat 40 Euro gekostet, war relativ schnell sold out. Ich weiß nicht, ob die gerestockt wird. Trotzdem verlinke ich euch mal alle Produkte in diesem Video in der Bio. Ihr könnt da eure Mailadresse eintragen unter dem Produkt und dann werdet ihr sofort benachrichtigt von LFDY, falls diese wieder verfügbar ist. Als nächstes haben wir hier eine sehr besondere Jeans von Divention. Was hier dran besonders ist, seht ihr gleich. Die Jeans hat mich 110 Euro gekostet und ist noch in allen Größen verfügbar. Wie gesagt, alle Links zu den Produkten findet ihr unten in der Bio. Hier haben wir die Jeans in einer Size M und ihr seht schon, wir haben hier so reworked Elemente. Das bedeutet, die Jeans besteht hier aus mehreren Teilen von einer anderen Jeans. Sprich, wir haben hier ein anderes Teil von einer Jeans, die einfach umgedreht wurde. Ihr seht auch hier zum Beispiel die Taschen, die sind sehr, sehr groß. Und das Besondere hierbei ist auch die Waschung von der Jeans. Die ist hier in der Mitte nämlich auf beiden Seiten viel heller. Und dann haben wir hier hinten als Detail noch das Divention Leder Patch. Die Jeans ist aus der neuesten Kollektion und ich fand die eigentlich relativ cool. Deswegen probieren wir das Ganze mal an. Hier habe ich die Jeans einmal für euch angezogen, wie ich finde, eine sehr, sehr geile Jeans. Ich bin ungefähr 1,83 groß, das hier ist eine Size M und sie fittet echt sehr gut. Vor allem steckt die Jeans sehr geil auf den Schuhen. Und wie gesagt, die Besonderheit hier bei der Jeans sind auf jeden Fall diese reworked Elemente. Außerdem finde ich die Waschung auch sehr geil, dass es hier in der Mitte so ein bisschen ausgeblichen ist. Mein einziger Kritikpunkt hierbei sind die Hosentaschen. Ihr seht sie hier, die sind relativ groß, aber wirklich sehr, sehr eng und ich komme kaum mit den Händen hier rein und wie gesagt, das ist ein bisschen unangenehm. Kommen wir nun zum nächsten Produkt und hierbei handelt es sich um ein T-Shirt von Represent. Und ihr seht hier vorne schon diesen Print, den ich übertrieben geil finde und der mich an diese Frau bei den Rolls-Royce Autos erinnert. Ihr wisst schon, diese Frau, die immer rein und raus, auf jeden Fall, ihr wisst schon Bescheid. Wir haben hier 220 GSM, das besteht aus 100% Baumwolle und wurde in Portugal produziert. Probieren wir das Ganze jetzt mal an. Und so sieht das Ganze angezogen aus. Ey wirklich, ich finde das T-Shirt richtig, richtig geil. Dasselbe Tee gibt es noch in einem Weiß-Cream-Ton. Ich konnte mich auch nicht so ganz entscheiden, aber dadurch, dass ich mehr weiße Tees habe, habe ich mich für das Schwarz entschieden. Ich glaube, ich habe es noch nicht erwähnt, 110 Euro kostet das T-Shirt und ich finde ein sehr, sehr teurer Preis dafür. Aber wer die Preise von Represent kennt, der weiß, dass das Ganze eigentlich immer so viel kostet. Und ich muss echt sagen, es ist ein komplett schwarzes T-Shirt, nur mit dem Print hier vorne, aber ich finde den wirklich übertrieben geil. Schreibt mir mal eure Meinung zu dem Tee in die Kommentare und wie ihr den Print hier vorne findet. Und ob ich der Einzige bin, den das Ganze hier an die Rolls-Royce-Frau erinnert. Kommen wir zum nächsten Piece und hierbei handelt es sich um einen Two-Way-Zipper von Returnity. 120 Euro hat das Ganze gekostet und auf der Internetseite von Returnity steht, dass es sich hierbei um Premium-Baumwolle handelt. Mal gucken, was an dieser Baumwolle so Premium ist. Hier haben wir den Zipper, ist in so einer gelblichen Creamfarbe und hier vorne haben wir die Stoffapplikation in diesem hellen Braunton. Wie gesagt, 450 GSM hat der Zipper, also nicht zu leicht, aber auch nicht zu schwer, also ein gutes Gewicht eigentlich.
Und wie schon erwähnt, ein Two-Way-Zipper. Das heißt, ihr könnt den von oben aufmachen, als auch von hier unten. Also von beiden Seiten. Die Reißverschlüsse haben hier nochmal als Detail auch das Returnity-Logo drauf. Das Ganze besteht aus 100% Baumwolle und wurde in der Türkei produziert. Wir haben hier drin French Terry Cotton, das heißt, das Ganze fusselt auch nicht. Was ich optisch auch sehr geil finde, ist dieser Returnity-Schriftzug hier, der so ein bisschen de-stressed ist. So schaut das Ganze angezogen aus, fittet echt gut, wie ich finde. Kleines Manko hier sind die Reißverschlüsse. Ich finde echt, in der deutschen Streetwear-Szene sind die Reißverschlüsse oft nicht so gut gemacht. YKK macht zum Beispiel sehr gute Reißverschlüsse, die unter anderem Peso benutzen. Aber diese hier scheinen mir selbst von Returnity gemacht worden zu sein. Und diese sind hier etwas schwergängig. Also an alle Brands da draußen, wenn ihr einen geilen Zipper machen wollt, dann achtet bitte auf die Reißverschlüsse. Denn wenn man diese flüssig auf und zu machen kann, dann ist es wirklich so geil und wertet den Zipper auf jeden Fall um einiges auf. Nichtsdestotrotz ein cooler Zipper, den man auf jeden Fall tragen kann. Kommen wir nun zum letzten Pickup in diesem Video und hierbei handelt es sich um sehr, sehr geile Schuhe. Naja, ich finde sie jedenfalls sehr geil, vor allem sehr bequem, manche jedoch würden sagen sehr cringe, aber schaut selbst. Die Verpackung verrät es schon und zwar haben wir hier Yeezys vom Yeezy Day. Vor kurzem war ja der Yeezy Day und ich habe dabei ein paar Raffles mitgemacht und auch ein paar bekommen, was ich wirklich sehr geil fand. Falls ihr da was bekommen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare, welchen Yeezy ihr bekommen habt. Und generell, wie ihr zu Yeezys steht, ob man die 2022 noch tragen kann oder eher die Finger weglassen sollte. Ich finde, es kommt immer darauf an, wie man sie kombiniert, denn zum Beispiel zu Baggy Jeans passen Yeezys halt überhaupt nicht, aber trotzdem ein sehr, sehr geiler und bequemer Schuh. Und wir haben hier den Yeezy Beluga in der Reflective Variante. Ich glaube, jeder kennt dieses Yeezy Farbmuster, also wirklich ein sehr bekannter Colorway. Und hier auch nochmal in der Reflective Variante, das heißt, dass das Ganze nachts so ein bisschen leuchtet. Ich blende euch mal ein Video ein, also finde ich wirklich sehr, sehr cool. Vor allem da es das erste V2 Modell war, auch nochmal so ein bisschen was Besonderes. Ich finde das Grau wirklich sehr cool, vor allem mit diesem orangen Streifen hier. Vielleicht ein bisschen schwer zu kombinieren, aber ich feiere es auf jeden Fall. Ich habe den Schuh hier in einer Size 44 2 Drittel, also ihr solltet bei Yeezys auf jeden Fall immer schauen, dass ihr etwas größer nimmt als eure normale Größe. Denn Yeezys fallen generell kleiner aus, aber es ist auch immer abhängig davon, was für einen Stoff der Yeezy hat. 240 Euro hat der Schuh gekostet, also auch nicht ganz günstig, aber ich finde, es ist echt ein sehr ikonisches Modell eigentlich von den Yeezys und deswegen lohnt sich das meiner Meinung nach echt. Vor allem die Leute, die Yeezys noch nie anhatten, die können es gar nicht nachvollziehen, aber der Schuh ist wirklich so bequem. Wie gesagt, schreibt mir eure Meinung, wie ihr zu Yeezys steht, gerne mal in die Kommentare, würde mich echt interessieren. Das war es hier heute mit dem Video, Freunde. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Oh, ich krieg gerade einen Anruf. Wartet kurz. Ja, hallo? Okay. Ja, okay, richtig aus. Gut, ciao. Es war gerade ein YouTube-Mitarbeiter und er wollte euch nur kurz daran erinnern, dass Abonnieren kostenlos ist und Liken auch und aktiviert auch super gerne die Glocke, damit ihr auch keine neuen Videos mehr von mir verpasst. Heute kommt auch noch Eau de Dior bei mir an, also das neue Parfüm von Justin. Dazu kommt auch die Tage in Review. Falls ihr das nicht verpassen wollt, wie gesagt, aktiviert unbedingt die Glocke und checkt auch unbedingt hier gerne meine letzten beiden Videos ab. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.